Beziehung und Liebe. Ja, wir haben heute mal wieder einen Klassiker aus der Welt der Liebesfilme. Habe ich mich heute mal bedient beim Herzkino ZDF 20.15 Uhr. Und ja, gut, das ist aber jetzt nur ein Beispiel, das ist mir einfach nur wieder aufgefallen, man durchscrollen, wo jungen Menschen Dating-Ratschläge gegeben werden, die hundertprozentig nicht funktionieren. Und die haben wir wirklich im Rahmen von, glaube ich, 10 Sekunden, 3 aus meiner Sicht katastrophale Dating-Ratschläge. Und zur Einordnung, es geht darum, dass dieser Junge, der da jetzt gleich zu sehen ist, sein erstes Date hat. Das ist also jetzt nicht mitten in einer Beziehung oder irgendwie so ein Kram, ne? Okay. Hören wir mal rein. Ich möchte aber vor Männern nicht wie der letzte Idiot dastehen. Okay, pass auf. Überlass ihr einfach die Führung. Der Rest ergibt sich ganz von allein. Ja, den meisten Frauen gefällt das, wenn du dich erkundigst, was sie mögen. Und genau das machst du. Das ist es. Ja, Blumen sind nicht verkehrt. Ja, hallo. Hi. Na? Na? Hallo. Hallo. Ich habe dir was mitgebracht. Ich habe gehört, das macht man so. Ach echt? Ja. Okay. Tada! Oh, Blumen. Wow. Mhm. Okay. was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, also wenn ihr neu bei mir seid, ich habe ja dieses Konzept der Polarität, der, ja, Yin-Yang-Polarität, männlich-weiblichen Polarität, wird auch mal nächstes Buch drüber gehen. Auf jeden Fall, ich sag's nochmal, auch für die Neuen hier sind, das ist nicht gekoppelt ans biologische Geschlecht oder an was auch immer. Also, aber die meisten Menschen, ja, ist das, oder wie sagt man heute, zugeschriebene Geschlecht ist identisch mit ihrer Polarität, aber natürlich gibt es Ausnahmen und zur männlichen Polarität hat irgendwie ganz klar die Führung übernehmen und natürlich die Frau respektieren, auch so ein bisschen gucken, was sie braucht und so, aber ich würde mal behaupten, ihr könnt ja gerne kommentieren, dass die allermeisten Frauen es nicht mögen, wenn sie die Führung übernehmen müssen auf einem ersten Date, wenn der Mann nicht weiß, was er will, also es klingt das auch so harmlos, ja, fragen, was sie will, aber tatsächlich mögen das die meisten Frauen überhaupt nicht, wenn der Mann kommt, was machen wir denn jetzt, Mami, gehen wir ins italienische Restaurant oder ins griechische Restaurant, ich weiß nicht, was wir machen sollen, und die meisten Frauen wollen halt, dass der Mann vor dem ersten Date sagt, hey, wollen wir da hingehen, wollen wir eine coole Nachtwanderung machen, okay, Nachtwanderung ist vielleicht ein scheiß Beispiel, aber wollen wir uns diese Veranstaltung angucken, wollen wir das und das Restaurant gehen, ich habe gehört, das ist total cool, ich habe schon einen Tisch reserviert. Das ist eine männliche Polarität, das wollen die meisten Frauen. Und mal ehrlich, wie würdet ihr das finden, wenn der Mann zum ersten Date einen Blumenstrauß mitbringt? Das ist genau diese verfickte Scheiße, die man immer in diesen Filmen sieht, die sich Männer abgucken und wo sich wundern, warum nichts funktioniert und warum der coole Surferboy oder was weiß ich was, der sich um nichts schert, warum der die ganzen Frauen abschleppt irgendwie, weil diese Scheißsachen einfach nicht funktionieren. Natürlich kannst du in einer langen Beziehung eine Frau verehren, sollst du sogar auch, kannst ihr auch Blumen mitbringen, alles, aber auf dem ersten Date ist es halt totaler Overkill und wirkt einfach nur needy und es wirkt auch ja, so ein bisschen, glaube ich, also meine Meinung, aber könnt ihr gerne kommentieren, dass es so unbewusst wirkt wie so ein Tauschgeschäft. Ich bringe dir jetzt was mit, guck mal, Blumen. Und dann will ich aber auch später Action haben und sowas hassen eigentlich die meisten Frauen. Die wollen einfach lockere Atmosphäre, calm, cool, collected. Der Abend nimmt seinen Lauf, Hangout, have fun, hook up. Es ist alles easy, chillig, man hat Spaß, man kommt sich automatisch näher. Es ist nirgendwo Druck drin und das kannst du schon mit dem Blumenstrauß komplett killen. Wenn ihr auch in der Polarität daten wollt, macht die fucking Datingkurse, guckt hier die Videos. Ich verlinke dir nochmal drunter und wir sehen uns bald wieder.